Mann, ich feiere diesen Kommentar so ultra ab. Das ist der beste Kommentar dieses Monats, Leute. Also, wenn ihr noch mehr so dumme Kommentare findet, postet es mir gerne hier rein. Also, unter meinen Videos sind, die ich übersehen habe. Postet es mir gerne rein. Ich finde das genial. Naja, wie auch immer. Ich wollte ein kleines Infovideo machen. Deswegen schön, dass du eingeschaltet hast zu der Sky. Ich habe jetzt leider bis zum 15. des nächsten Monats nicht mehr wirklich so viel Zeit. Ich komme in die Klausurphase jetzt rein. Eigentlich ist sie schon voll dran, aber ich bin mal wieder spät. Und deswegen muss ich lernen. Das macht keinen Spaß. Ich weiß. Genauso wenig Spaß, wie es euch machen würde, macht es mir auch. Ich bin ja nicht anders und deswegen, es kommen jetzt weniger Videos, auch weniger Livestreams. Ab dem 15. geht das Ganze wieder konstant los, ne? Also, ne? Ihr wisst Bescheid, dann kommen auch wieder freitags und sonntags konstant BOD-Livestreams, wie ich die App entwickle. Ich werde mal ein bisschen in die Unreal Engine 4 reingehen, in das Thema Augmented Reality. Also sprich, Android-Development oder iPhone-Development, wo ihr dann mit eurer Kamera Dinge sehen könnt, ne, die normalerweise nicht da sind. Und ich finde das Thema eigentlich mega geil. Es kommt auch jetzt noch ein Video zu Patching. Das kommt immer in der Klausurphase auch noch raus. Und ich habe auch noch die Frage bekommen, wie man kann man Türen öffnen, auf Discord beispielsweise, und noch diverse andere Dinge. Und das kommt natürlich alles noch. Keine Sorge, ich wollte euch nur darüber informieren, dass jetzt weniger Videos kommen. Und ich denke mal jetzt, damit das Video irgendwie noch einen kleinen Sinn hat, außer diese kleine Information, kommen wir mal in mein YouTube-Dashboard, wo ich euch die aktuellsten Statistiken präsentieren werde. Dass ich 2244 Abonnenten habe und 91 in den letzten 28 Tagen dazu bekommen habe. Deswegen danke an die ganzen neuen Abonnenten und danke an die ganzen bestehenden treuen Zuschauer und an die Community, die sich hier langsam aufgebaut hat. Es ist richtig geil, deswegen mal danke an alle Bestehenden und alle Neuen, willkommen. Bei der DSGeist war sein Chef, der Sklavereischule Nummer 1. Nein, Spaß. Ja, ich mache Unreal Engine 4 Tutorials, diverse andere Tutorials, Gmod Tutorials werden noch kommen und Let's Play, ich habe das Let's Play. Ich lieg mal einfach, was das sein soll. Witch Chunsuns, was auch immer. Alero's Origins wollte ich spielen, aber ich habe das zeitlich jetzt nicht mehr hinbekommen, weil die einen Patch rausgebracht haben und das ganze Spiel verbuggt war. Deswegen kommt da noch ein Video zu nach meiner Klausurphase. Das heißt, ich werde natürlich mal wieder übelst die schlechte Reputation bekommen, dass ich so mega spät das Ganze abliefere. Aber juckt nicht, oder? Juckt einfach nicht. So, die Kanalstatistiken. Wie gesagt, die Abonnenten 91 plus in den letzten Monaten. 7% weniger Wiedergabezeit, liegt aber auch daran, dass ich viel weniger Videos jetzt gebracht habe. Aufrufe habe ich tatsächlich 4% mehr. Guck jetzt mal kurz, kann man hier mit dem Mauscursor irgendwelche Informationen bekommen? Ja, normalerweise habe ich 16,6, jetzt habe ich 17,3. Danke dafür, Leute. Und jetzt kommen wir zu dem Thema, das ist das wichtigste Thema, der Umsatz. Der ist um 47% gestiegen. Und das geht mir auf den Sack. Immer wenn hier irgendwie meine Aufrufe steigen oder mein Umsatz oder meine Wiedergabeminuten oder meine Abonnenten, prozentual gesehen zu dem Monat davor, ist das Problem, dass ich immer irgendwas zu tun habe, dass ich nicht konstant Videos machen kann, um das zu pushen, ja? Man will ja auch so ein gewisses Wachstum generieren. Also Leute, wenn ihr so weiter das macht und immer schon mal eine Werbung guckt, dann werde ich immer noch mal reich, ja? Also 22, ja hier, Digga, 22,90 €. So auf dem YouTube-Dashboard steht, dass ich sogar 23,69 € schon jetzt habe. Oder gesagt Dollar. Also das ist, es ist wirklich, ja, wir können uns ja mal ausrechnen, ich kann das ja mal machen, wie viele Bratwürstchen ich mir davon kaufen könnte, ja? So der Rechner. Also, ich habe 22,90 €. Und jetzt kann ich mir, ich sag mal, das Ganze kostet 1,30 €. Scheiße, was war das jetzt? Okay, nochmal. 22,9 geteilt durch 1,3 ist 17,6. Also, wir könnten uns 17,6 Bratwürstchen kaufen. Das heißt, 17 Leute können kommen und auch ein halber, wenn ihr Bock habt, kommt vorbei und esst mir eine Bratwurst. Okay, Spaß beiseite. Nee, aber auf jeden Fall cool, dass die Statistiken so steigen. Wobei mir jetzt ehrlich gesagt das hier am wichtigsten ist mit den Aufrufen, weil man klar dadurch Reichweite bekommt und so. Wenn euch die Content-Sachen gefallen, dann lasst gerne ein Like. Und wenn ihr Ideen, Inspirationen, Vorschläge habt, gerne unten in die Kommentare reinhauen, ne? Hier sehen wir Aufrufe im Durchschnitt 25 plus. Das ist auch schon mal mega. Ja, es steigt langsam und das finde ich cool, ja. Und natürlich erinnert mich dann immer an so gewisse Namen, die man einfach immer auch im Live-Chat und so unter seinen Videos gesehen hat. Da fällt mir dann, obwohl ich sage jetzt keinen Namen, weil dann fühlt sich irgendjemand beleidigt, den ich jetzt nicht nenne. Und jetzt kommen wir zum letzten Thema dieses Videos, die neuesten Abonnenten, die will ich natürlich auch noch begrüßen. Lektex, 50 Hertz, Taloris, Let's Play und so, Basu de Noob, Brains for Breakfast, Creepy Type Creeper, Enes der Supremo Random Olp, was ist das für ein Name? Dropzone Clan, Hammer Kammer, ja richtiger Swagger hier. Ray Barkus, Let's Low, Uncharted Inside, Christian Wagner, Jane oder Jane Kerm, ich weiß es nicht. Synex TV, René Geller, Julcase, YouTube, Terrace, Radek, Felix L, Marshmallow, Ben SN, Dominic Holt, Emery, nee, warte, Emery, ne, die 6 und die 5 zählt nicht. Michael, Kaidash, Thompson, Oleg, Kopkev und Oscarification.
Ja, schön, dass ihr alle abonniert habt, gell? Das sind auch nur die Leute, die auf öffentlich gestellt haben. Also, wenn ihr dabei wart und es auf privat gestellt habt, dann trotzdem auch ein herzliches Willkommen an euch. Es waren ja 91 Leute. Ich glaube, das sind keine 91 Leute. Und damit würde ich mal sagen, herzlich willkommen bei der Sky. In unserer kleinen Gruppierung, in unserer kleinen Gemeinschaft. Der Sky ist Vaseinschaft. Ja, ihr könnt ihn mir jetzt auch huldigen als euren neuen Anführer. Gucken wir mal in die Kommentare rein. Ich glaube, das ist nichts Neues. Ich habe gerade eben schon am Anfang eingepostet. Und wie kriegt man Essentials in Notepad++? Oh, vor 6 Minuten. Okay. Ich weiß nicht. Also, das sind immer so Fragen. Rechtsklick auf die Datei. Und dann Open with Notepad++. Ich will mal mit einem Smiley antworten. In Wirklichkeit zeige ich, glaube ich, zeige das doch in dem Video, oder? Rechtsklick drauf. Ich kriege viele dumme Fragen. Das hier war jetzt eine absolut angemessene Frage für Leute, die sich gerade als Neuling damit auseinandersetzen. Also, ne? Es gibt ja immer Leute, die irgendwie dumme Fragen stellen, aber er hat eine gute Frage gestellt. Ich mache keine Farmwelt auf meinem Real-Life-Server. Ist mega unrealistisch. Zu meinem Top 10 Minecraft-Leben-Tutorial, wo ich gezeigt habe, dass man doch auch einen Farmwelt-Plugin drauf machen kann. Ja, Amalond, das freut mich. Das ist cool. Daumen nach oben. Geile Scheiße, Mann. Hier. Bam, kriegst du mal einen Daumen nach oben. Aber wie, du hast mir einen Daumen nach unten gegeben. Dann würde ich dir auch einen Daumen nach unten geben. Einfach aus Frust, ja. Geht nicht. Hier, Tonic97 schreibt, Farmwelt erstellen geht nicht. Ich gehe jetzt mal auf dieses Video drauf. Und kann ich das jetzt hier irgendwie öffnen? Das Plugin ist auch mit der 1.13 kompatibel. Aber da funktioniert es nicht richtig. Ja, was denn jetzt? Danke für die Info. Es ist nicht mit der 1.14 kompatibel. Okay, das kann sein. 1.13 habe ich aber getestet, wie hier oben steht. 1.12 funktioniert auch. Das sind meistens eben wirklich Leute, die dann so inkompetent sind, den Scheiß einfach nachzumachen, den ich mache. Oder einfach, keine Ahnung, es nicht hinbekommen. Das ist nicht böse gemeint oder so. Es ist eben nur eine Tatsache. Aber wie auch immer. Also meistens, wenn in meinem Videotitel steht, bis es klappt bis zu 1.13, dann klappt es auch bis zu 1.13. Ja, versteht sich. Und damit würde ich mal sagen, haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal. Weil der Sky. Wie gesagt, bis zum 15. habe ich jetzt nicht mehr so viel Zeit. Ich werde danach mal versuchen, so ein paar Kleinigkeiten zu machen, ein paar Videos, die auch mal real-life basierend sind. Also sprich ein paar Vlogs. Die Gamescom kommt ja noch dann irgendwann in den Sommerferien bald, ein paar Monaten. Ich habe vorgehabt, Let's Plays zu machen, Tutorials natürlich weiterhin. Das habe ich aber euch alles schon gesagt. Kommt gerne auf Instagram, followt mir da. Kommt gerne auf Discord. Die Links sind alle unten in der Beschreibung. Da können wir uns gerne auch unterhalten und schreiben miteinander, wenn ihr Fragen habt. Aber auch gerne unter die Videos könnt ihr die stellen. Und ja, ich habe ja eben gesagt, ich würde auch gerne was bauen. Und zwar wollte ich gerne mal einen Nullpunkt-Energie-Modul bauen. Was ist das? Das ist im Prinzip Energie, die jetzt für, ich sag mal, müssen wir die Wissenschaft hier erklären. Technisch gesehen ist es so, du kannst einfach Energie aus dem Nichts erzeugen. Und das ist tatsächlich möglich, in geringen Maßen. Jedenfalls das, was man dazu findet. Und ich würde gerne mal versuchen, sowas zu bauen. Weil ich höre davon immer. Aber ich finde, man kann davon viel hören. Aber ich habe es noch nie eben selber gebaut. Und darauf kommt es doch an. Wenn ich nämlich selber sehe, dass es funktioniert, dann kann man das einfach viel geiler finden, als wenn ich nur sehe und irgendwie jemanden glaube, dass es funktioniert. Naja, bleibt mal dabei. Vielleicht kann ich sowas machen. Ich habe schon gesehen, einmal braucht man dafür ein bisschen Deuterium. Das ist schweineteuer, habe ich gesehen. Das kann man kaufen. Das ist schweres Wasser. Das kann man kaufen, es ist aber schweineteuer. Ich muss mal gucken, ob ich das damit mache oder eine andere Variante. Es gibt mehrere Varianten, wie man das machen kann. Wir probieren einfach mal ein paar aus. Ich mache dazu ein paar Videos. Das kann aber ein bisschen dauern, ne? Ich mache auf jeden Fall meinen Sommerferien. Und dann schauen wir mal nach, ne? Ich bin mal ultra gespannt, ob das funktioniert, Leute. Das wäre echt krass. Und wenn es funktioniert, dann gebe ich euch die Anleitung und ihr seht ja auch dann, wie ich das bauen werde. Okay, Leute, damit würde ich mal sagen, haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal bei Daddy Sky. Ja, wir sehen uns. Wünscht mir Glück bei meinen Klausuren. Ich wünsche euch auch Glück bei euren anfänglichen Ferien. Feiert nicht so viel. Das ist nicht so gut für eure Leber. Spaß, Spaß. Macht ruhig, macht ruhig. Und damit würde ich mal sagen, haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal bei Daddy Sky. Wir sehen uns. Ciao, ciao.